Die Zahnbürste badet im Klo. Da ist doch was faul. Die Herrenschuhe duschen. Da ist doch was faul. Die Socken föhnen sich. Da ist doch was faul. Da ist doch was faul. Schönen guten Morgen, hier ist Herr Spastiko. Ich melde mich wegen Ihrer eBay-Kleinanzeige, dem Damenfahrrad. Ja, ist schon richtig, ja. Okay. Mhm. Was möchten Sie wissen? Ach so, ich möchte wissen, ob ich das ordnungsgemäß erwerben kann gegen den feststehenden Verhandlungspreis. Personalausweis natürlich, also das ist, ich wollte Ihnen das Geld geben und dann wollte ich mit meinem Erdfergel davonradeln. Also das würde ich natürlich auf den Gepäckträger nehmen. Den letzten Satz habe ich jetzt nicht verstanden, wenn Sie den nochmal wiederholen möchten. Ich würde mein Erdfergel mitbringen, Manuel, Entschuldigung. Und das was würden Sie mitbringen? Mein Erdfergel, das ist mein Haustier. Das ist mein ständiger Begleiter. Und das würde ich dann auf den Gepäckträger nehmen und dann mit ihm nach Hause radeln, auf Ihrem Fahrrad. Ach so, Sie rufen wegen dem Hollandrad an? Ja. Ja, ach so, jetzt verstehe ich es auch. Alles klar. Okay. Okay, ja. Das würde ich erwerben. Ja. Ja, das können Sie natürlich machen. Ich müsste damit... Wie groß? Wie bitte? Ich frage mal wegen der Größe, ich habe das ja reingeschrieben. Ach so. Ich bin 1,54 Meter. 1,54 Meter? Ja, aber ich fahre gern mit Stelzen. Aber das ist jetzt gar nicht das Hauptthema. Das Hauptthema ist, ob ich das Erdferkel damit transportieren kann. Ist das möglich? Also besitzt das Fahrrad einen Gepäckträger? Hast du eigentlich noch andere Hobbys morgens um 7 Uhr? Wie bitte? Ich wollte bloß fragen, ob dann Gepäckträger mit dabei ist bei dem Fahrrad. Dann würde ich das auch erwerben. Da ist sogar ein Zelt dabei. Kann man sogar drin schaukeln. Ach so. Ich habe das Gefühl, dass Sie mich jetzt verschaukeln wollen. Ja, ich fühle mich gerade ein bisschen so. Also, was steht an? Also was ansteht? Naja, die Frage ist, ob jetzt alles stimmt. Und die Antwort ist, da ist doch was faul. Und was bitteschön?